Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Helmut Koppermann, der Geschäftsführer der Koppermann Consult 24 GmbH. Mit ihm sprechen wir über das magische Dreieck der Geldanlage. Herr Koppermann, erst einmal herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Hatten Sie eine gute Anreise? Das war alles gut. ICE hatte wie immer ein bisschen Verspätung. Das stimmt. Man muss aber ja wirklich sagen, wie immer. Ich war rechtzeitig unterwegs, insofern hat das alles gepasst. Schön, dass Sie da sind. Und wir sprechen heute über das magische Dreieck der Geldanlage. Und um in dieses Thema erst einmal ein klein wenig reinzustarten, lassen Sie uns mal kurz über die Altersvorsorge sprechen. Viele Menschen machen sich darüber Gedanken. Viele schieben das auch so ein klein wenig aus dem Bewusstsein. Was sind denn Ihrer Erfahrung und Ihrer Meinung nach die größten Risiken für Sparer? Ja, es ist so, dass die Versicherungsprodukte aufgrund der geringen Zinsen für Staatsanleihen einfach keine Ergebnisse mehr erzielen. Und das heißt im Klartext, eine 12-Jahres-Police wird kaum die Höhe der Beiträge erzielen. Und beim Fondspolicen sieht es auch nicht so viel besser aus, weil die eine doppelte Kostenstruktur haben und auch da der Sparer nicht dahin kommt, wo er hin will und eben am Ende eher am Garantiezins ist als an seiner Überschussbeteiligung. Sie haben es gerade gesagt, sowohl Banken als auch Versicherungen bieten unterschiedliche Altersvorsorgeprodukte an. Würden Sie grundsätzlich sagen, dass diese geeignet sind, um einen Realzins nach der Inflation zu erwirtschaften oder nicht? In der aktuellen Zeit sind sie sicherlich nicht mehr geeignet. Da haben die Banken und Versicherungen vielleicht auch gar keine Schuld, wenn der Zins so niedrig ist, wie er ist und sie an diese Produkte gebunden sind, dann haben sie ein Problem. Und wenn sie dann noch Garantien geben, dann geht auch der Rest verloren, sodass am Ende nicht das rauskommt, was sich der Sparer für die Altersvorsorge erwartet hat. Reale Kaufkraftverluste auf seine Ersparnisse möchte niemand. Aber man muss auch dazu sagen, gerade jetzt zur heutigen Zeit, wir haben ja eine Inflationsrate, ich glaube von offiziell ungefähr bei 10%, merkt man aber diesen Kaufkraftverlust ganz real, und zwar in seinem Einkaufskorb, wenn man einkaufen geht und eben nicht mehr für das gleiche Geld so viele Produkte bekommt wie vielleicht vor 2 oder 3 Jahren. Welche Alternativen gibt es denn, um eben noch höhere Renditen zu erwirtschaften, um diesen Kaufkraftverlust in der Zukunft zu senken? Ja, da muss man sich einfach mal international mit der Wissenschaft befassen und auch damit, wie es vielleicht andere machen. Und da gibt es eben aus der Wissenschaft einfach die Aussage, dass Private Equity im 10-Jahres-Bereich 5% per annum mehr Rendite erzielt als der Aktienmarkt. Der Hintergrund ist dabei, dass bei Private Equity eben Insiderwissen Geschäftsmodell ist und zum Zweiten, dass die Beteiligungsfirma eben auch unterstützend tätig ist, indem sie nicht nur Geld gibt, sondern auch Kontakte und Kompetenz. Der Volksmund sagt, eine höhere Rendite ist mit einem höheren Risiko verbunden. Würden Sie das unterschreiben oder nicht? Ja, diese Aussage hört ein Sparer von seiner Bank und Versicherung und muss es auch häufiger in einer Zeitung lesen. Aber wenn man eben genau dieses, was ich eben geäußert habe, sich einmal genauer anguckt, ist es eben so, dass eine breit gestreute Beteiligung in eben nicht börsennotierte Unternehmen oder auch in eine Immobilienentwicklungsphase oder in eine Infrastrukturentwicklungsphase einfach mal eine bessere Voraussetzung ist für diese höheren Ergebnisse. Und diese höheren Ergebnisse sind einfach erforderlich, um dem Kaufkraftverlust entgegenzuwirken. Herr Koppermann, neben den Faktoren Sicherheit und Rendite gibt es ja auch noch die Verfügbarkeit. Sie sprechen in diesem Zusammenhang ja über das, wie ich anfangs erwähnt habe, über das magische Dreieck der Geldanlage. Können Sie uns einmal ganz kurz die Wirkzusammenhänge erklären? Was meinen Sie damit? Ja, das magische Dreieck der Geldanlage hat einfach die drei Elemente: Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit.
Man muss erkennen, dass alle drei nicht gleichwertig zu bedienen sind. Und wenn ein Anleger Sicherheit und Verfügbarkeit sucht, dann muss er in Kauf nehmen, dass die Rendite so klein ist, wie sie ist. Er ist beim Tagesgeld. Wenn er sagt, und meist zur falschen Zeit, dass er sagt, jetzt hätte ich gern aber mehr Rendite, aber es soll immer noch verfügbar sein, dann ist es eben so, dass die Sicherheit auf der Strecke bleibt. Erst bei Aktien, und Aktien hat man jetzt ja auch gerade einmal wieder gesehen, sind keine Einbahnstraße. Und man muss da schon ein aktiver Anleger sein, um in diesem Markt tätig zu sein. Das heißt, wenn ich mir jetzt Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit anschaue, diese drei Komponenten liegen in einem Verhältnis zusammen. Also sie sind miteinander verbunden. Und wie Sie es gerade gesagt haben, wenn ich eine super hohe Rendite haben möchte, kann ich eben nicht damit rechnen, dass die Sicherheit dann auch relativ hoch ist, sondern es kommt dann aus dem Gleichgewicht. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es ist mehr so, dass man zwei von drei Dingen kann man schon bedienen. Okay. Und wenn Sie sagen, ich hätte, und das ist eben genau das Ziel, dass man das Sicherheit und Rendite bedient und auf Verfügbarkeit verzichtet. Okay. Und wenn es so ist, dass Sie in einer Form der Altersvorsorge sind, dass Sie entweder ein Kapital aufbauen wollen oder eine Sparanlage machen, ist eigentlich Verfügbarkeit nicht erforderlich, weil es eben so ist, Sie möchten ja auf ein Ziel hinsparen. Und von daher kann man da das Thema Verfügbarkeit vernachlässigen und kann eben eine überdurchschnittliche Sicherheit in Verbindung mit einer überdurchschnittlichen Rendite anstreben. Und das sind doch eigentlich ganz positive Ausblicke. Das sind positive Ausblicke, die am besten dann auch möglichst viele Sparer für die Altersvorsorge kennen sollten. Herr Koppermann, dann hoffe ich, dass wir mit diesem Teil des Interviews viele Menschen erreicht haben, sich zumindest mit dem Thema erst einmal auseinanderzusetzen und natürlich auch für das Alter vorzusorgen. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Vielen Dank.